auf Crowdfunding zu reduzieren. Ja, weil das ja doch komisch ist, das Projektfinanzierung und habe im Sommer mit dem Carsten an einer Studie gearbeitet. Jetzt habe ich ganz furchtbares Lärm. Lärm mit doppelt und alles. Ich weiß nicht genau, an wem es liegt. Auf jeden Fall, es ging in dieser Studie um europäische Regulierungen und um die Betrachtung des europäischen Crowdfunding-Marktes in Bezug auf Kreativwirtschaft hauptsächlich. Ja, danke dir, David. Wanda, kannst du mal gucken, ob dein Mikro vielleicht das überträgt, weil du hast auch kein Headset auf und dann kann es leicht sein, dass das von dir kommt. Vielleicht machst du noch kurz Also, wie soll ich das machen? Also, ich habe ja ein Mac, keine Ahnung. Da kann man auch das Mikro ausmachen. Wir probieren es mal aus, derweil Claudia, stell du dich mal vor. Ja, mein Name ist Claudia Wirth. Ich bin Journalistin mit einem Redaktionsbüro in Hamburg und habe das wunderbare Wort Crowdfunding genau vor einem Jahr von David und Wolfgang gelernt, in einem crowdgefundeten Webinar, wo die beiden mir beigebracht haben, was man darunter eigentlich verstanden, zu verstehen hatte, zu einem Zeitpunkt, als man in Deutschland darüber noch redete. Und ist ein Jahr weiter und Crowdfunding ist eines der wichtigsten Worte in meinem beruflichen Alltag geworden. Nicht nur, weil ich selber erfolglos ein Projekt mal versucht habe, durch Crowdfunding zu finanzieren, sondern weil in meinem Umfeld ganz viele verschiedene Menschen mich danach gefragt haben und inzwischen sowas wie ein redaktionelles Backoffice für zwei verschiedene Projekte geworden bin, mehr oder weniger ehrenamtlich noch. Aber das Thema ist ein Thema, was auch im journalistischen Alltag sehr interessiert. Deswegen habe ich gestern auch mal meine Gedanken, die in der Silvesternacht auf einer Kirchenbank entstanden sind, ohne dass ich gläubig da saß oder so, sondern einfach ein Orgelkonzert hörte und dazu habe ich gestern auch die Gedanken aufgeschrieben. Sehr gut, ja, vielen Dank. Wir haben auch Kindergeräusche gehört, das war bestimmt bei dir, David, ne? Zwischendrin. Aber meine waren es nicht. Oder bei dir, Wolfgang? Marcel, wir machen mit dir weiter. Stell dich mal vor. Ja, hallo, ich bin der Marcel. Ich habe 2006 schon mal ein Crowdfunding-Projekt gemacht, was kläglich gescheitert ist, als es noch keine Plattform gab, sondern eben privat selber aufgesetzt auf einer Webseite. Einen Film zu finanzieren war das damals. Ich bin Filmemacher und habe jetzt letztes Jahr wieder ein Projekt gemacht, eine Webseite, um die zu finanzieren. Das Schöne ist, ich muss dir mal nachher meine Lego-Sammlung hier im Hintergrund zeigen, Marcel. Da wirst du dich bestimmt ganz freuen, weil du so tolle Lego-Filme gemacht hast. Daher. Okay. Gregor, stell du dich mal vor. Man hört dich nicht. Jetzt? Ja? Geht's jetzt? Jetzt muss es passen, super. Genau, mein Name ist Gregor Schmieder, komme aus Österreich. Noch aus Linz, bald aus Wien. Ich habe digitales Fernsehen studiert an der Fachhochschule in Salzburg, arbeite momentan halbtags in der Werbeagentur als Junior Creative Director und studiere nebenbei an der UCLA Drehbuch, einem Fernstudium. Das heißt, diese Art von Kommunikation, Hangout, machen wir schon seit 2 Jahren auf der UCLA. Von dem her als unbekannt und all die Probleme mit Feedback und Muten. Warum ich dabei bin, ich mache gerade ein Filmprojekt, es nennt sich Homophobia. Wir haben dazu im Herbst eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, sehr erfolgreich gelaufen ist. Wir haben $10,000 zusammengebracht und es war zum Teil aus dem deutschsprachigen Raum, also zum Beispiel Österreich, und auch zum Großteil international. Sehr gut. Ja, danke dir erstmal. Amanda, vielleicht kannst du dich vorstellen. Ja, ganz kurz. Also, mal für alle zusammen. Amanda Grosch ist mein Name. Ich bedanke mich erstmal für die Einladung, dass ich heute Abend hier teilnehmen kann. Es ist nämlich auch das erste Mal, dass ich heute das mit diesem Google Plus und Hangouts mache und bin ganz begeistert, dass das doch so einfach funktioniert. Ich arbeite ehrenamtlich in der Medialen Stiftung und wir besprechen da intern gerade auch, wie können wir Crowdfunding irgendwie besser nach außen tragen, innerhalb der Stiftung natürlich auch, wie kann eine Finanzierung funktionieren und bei meinem neuen Arbeitgeber, bei Worth, machen wir gerade aktuell auch ein Crowdfunding-Projekt, das jetzt bald auf diese Plattform Incubato
draufgesetzt werden wird und dann schauen wir erstmal, was dann passiert. Und ich hatte da heute auch einen Termin gehabt, war bei denen gewesen und das ist eigentlich ganz interessant und dann können wir uns austauschen und bin natürlich auf die Antworten und Fragen gespannt. Ah, du warst der Grund, warum Konrad heute von Inkubator heute den ganzen Tag nicht erreichbar war. Genau, ich habe nicht ganz lange in der Agentur gesessen, zumindest heute Morgen 3 Stunden, haben wir bearbeitet fleißig. Sehr gut. Genau. Ja, wunderbar. Daniel, du warst beim letzten Mal schon bei der letzten Session dabei, aber stell dich doch trotzdem nochmal vor für unseren neuen Zuschauer. Mein Name ist Daniel Böhme, ich bin Regisseur und Produzent bei Soda Film Berlin und ich habe diverse Crowdfunding-Projekte durchgeführt bzw. in Vorbereitung und interessiere mich sehr für die Internationalisierung, über die wir heute hier sprechen wollen. Ja, super. So, Bertram habe ich noch vergessen. Du bist da schwarzer Bildschirm, aber trotzdem per Stimme dabei wahrscheinlich. Stell dich auch nochmal vor. Oder? Bertram, sonst komm später nochmal rein, wenn das jetzt nicht klappt, gerade technisch. Und genau, die technische Moderation macht Wolfgang Gumpenmeier, auch einer der Initiatoren von UniTV und Crowdfunding-Experte. Wolfgang, sagst du noch 2, 3 Sätze zu dir? Man hört dich nicht. Nee, wir hören dich nicht. Oder? Hört ihr ihn? Nee. Aber ich höre nichts. Nee. Na gut, ich muss halt mit Zeichensprache sich verständigen. Nee, kann man dich jetzt hören? Sag nochmal was. Nee. Jetzt klappt. Jetzt ist es da, oder? Ja, super, Entschuldigung. Ja, also du hast es eben schon gesagt. Also ich bin Mitbegründer von UniTV und Crowdfunding-Beobachter, Unterstützer, auch Durchführer und habe eben mit David gemeinsam mal ein Webinar zum Thema gemacht und im Sommer, da warst du auch dabei, Carsten, und einige, also auch Daniel, in Berlin ein Seminar zum Thema Crowdfunding gemacht, spezialisiert auf den Filmbereich halt. Also das interessiert mich halt am meisten, aber generell ist natürlich Crowdfunding sehr spannend. Ja. So, hat das geklappt mit ihm oder ist er online? Ich glaube, Bertram wird sich wahrscheinlich zurückziehen, damit der Livestream nicht gestört ist. Okay. Alles klar. Ich möchte noch eins sagen, ich werde auch Facebook, Twitter, Google Plus und was da so draußen noch so alles online ist über den Livestream, werde ich versuchen mit reinzunehmen. Das heißt, Fragen oder Diskussionen gerne über Twitter mit dem Hashtag CrowdInt oder auch UniTV und auch Facebook, Google Plus natürlich wirklich. Also wenn es Fragen gibt, einfach Fragen. Ich stelle das dann hier. Gut, dann legen wir los. Vielleicht erstmal als Einstiegsfrage. Wer von euch hat schon mal auf einer nicht-deutschen Plattform ein Projekt finanziert und wann war das ungefähr? Nur zu sehen, wann das so euer Hintergrund ist. Also wir haben Indiegogo gemacht im Herbst. Ja, das war sozusagen auch euer Hauptprojekt, ne? Also genau. Ihr habt das. Aber hast du davor schon mal auf Indiegogo etwas auch finanziert? Also nicht einfach. Du bist sozusagen da frisch kalt reingegangen und hast gesagt, du probierst das mal aus. Genau, also ich habe natürlich im Vorfeld natürlich sehr stark, sehr viel gelesen drüber, sagen wir so, also der Blogpost. Aber diese, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, den Kuh, der Filmmacher aus New York, der hat so eine Manchild-Kampagne, die war genau einen Monat vor unserer, hat da sehr viel drüber gebloggt auf seinem Blog nofilmschool.com. Und da haben wir natürlich schon sehr viel mitgenommen. Claudia, hast du schon mal, du hast jetzt dann angefangen auch erst als, auf einer anderen Plattform, aber in Deutschland, internationales finanziert? Selber nicht, also ich habe letztes Jahr nur ein Crowdfunding-Projekt gestartet bei Matherpas, war aber selber als Founder dabei bei Kickstarter, bei Never Sorry, I Will Way, ein Dokumentarfilm, der jetzt auch im Sundance Film Festival war. Das heißt also, ich habe mehr die Erfahrung als als Projektinhaber, bereite aber oder habe eigentlich vor, auf eine internationale Plattform in einem Projekt zu gehen. Weißt du, was ist welches? Es wird ein Transmedia-Projekt sein, das wir gerade vorbereiten. Da geht es um eine Webserie mit erweitertem Potenzial an. Ich meine, auf welcher Plattform?
also ich denke eigentlich über Kickstarter. Ach so. Okay. Aber es ist, das Projekt ist noch in Vorbereitung, wir wollen es erst im Frühjahr starten. Wer sich dafür interessiert, kann das natürlich schon tun. Es gibt zumindest schon einen Twitter-Account und einen Facebook-Account, wo man sich langsam in die Geschichte reindenken kann. Das ist Transit Girl 2 bei Twitter und Transit Girl der Film bei Facebook. Daniel, was hast du hier? Hast du schon mal finanziert oder selber auch irgendwie Geld gegeben? Nee, habe ich noch gar keine Erfahrung damit. Ich bereite aber gerade mehrere Projekte vor, die international laufen müssen wollen. Ja, na gut, da ist mal so ein erster Überblick. David, vielleicht mal so als wie ist deine Einschätzung? Du hast ja sozusagen auch dir viele Crowdfunding-Plattformen angeguckt. Im Bereich des sagen wir mal, Crowdfunding im kreativen und Kulturbereich. Wie kommt das, dass der amerikanische Markt so sehr dynamischer ist? Und warum hat das im deutschsprachigen Raum so lange gedauert? Wieso ist der dynamischer? Also ich denke mal, der deutschsprachige Raum, okay, aber in Europa, was es alles gibt an Crowdfunding-Plattformen und wie viele das sind für den kreativen Bereich. Ich meine, da gibt es spezielle Plattformen für Comics zum Beispiel. Okay, in Belgien. Ja, aber dennoch doch sehr speziell oder in England für Literatur. Okay, USA ist in vielen Dingen ein bisschen weiter und natürlich auch andere Kultur schon das mit der finanziellen Beteiligung an Projekten, weil der Staat ist eben weiter. Also, Staat ist in Bezug auf Projektfinanzierung. Aber ich glaube, da kommt so vieles und da gab es so viele Plattformen, die wir da gefunden haben. Das ist wirklich schon sehr spannend. Also würdest du eher sagen, dass sozusagen Europa eigentlich schon fast mehr Dynamik aufzuweisen hat, auch im kreativen Bereich, was die Crowdfunding-Plattform angeht? Ich denke, schwer zu vergleichen, aber es war ganz erstaunlich, welche Dynamik da drin ist, wie viele Plattformen da entstehen. Ja. Aber dennoch, wenn man sozusagen in Deutschland über amerikanisches oder ausländisches Crowdfunding sich unterhält, dann kommen ja ganz oft immer nur Kickstarter und Indiegogo, die großen amerikanischen Plattformen, vielleicht noch spezialisierte Plattformen wie SpotUs oder Emphasis oder sowas, aber selten irgendwie die britischen, die französischen Plattformen, die spanischen. Woran liegt das? Obwohl wir in Europa sind, orientieren wir uns alle nach Amerika. Einer der Teilnehmer was dazu sagen? Also ich kann ganz kurz was dazu sagen, dass wir mit unserem Projekt Worth Sculpture nennt sich das und wir haben eine brasilianische Cutterin am Start, die jetzt hier in Berlin bei uns ist und sie wird zum Beispiel den ganzen Text, also wir haben es nicht nur in Englisch, sondern wir machen das Ganze auch in Französisch, wir machen das in Portugiesisch und Spanisch und sie wird natürlich auch in diesen Ländern die Plattformen bespielen, die dort eben auch sind. Aber wir werden zum Beispiel auch in den USA auf Kickstarter haben wir schon was eingerichtet, aber das ist noch nicht online, weil wir das jetzt gerade irgendwie diesen Monat, am Ende des Monats eben rausgeben wollen. Und ja, das kann ich nur so viel dazu beitragen. Was das genau ist, kann ich auch nochmal gerne, wenn wir das dann konkret haben, können wir uns da gerne auch nochmal intern austauschen, weil ich wollte jetzt auch gerne mal auf so eine Liste oder vielleicht habt ihr da vielleicht einen Tipp für mich, gibt es denn so eine Liste online, die öffentlich ist, wo man quasi alle Crowdfunding-Plattformen abrufen kann? Gibt es sowas eigentlich, so eine Art Verzeichnis? Ja, es gibt mehrere Verzeichnisse. Also, ja, David? Ja, David, genau. Ich kann gleich mal so zwei Links posten auf mit Übersichten von Plattformen. Ja. Wobei dieser Chat, den wir hier als Teilnehmer des Hangouts sehen, den sind die Teilnehmer, glaube ich, draußen nicht. Deswegen müsste man die dann nochmal woanders posten. Die beiden. Ja, ich poste die dann auf Facebook und Twitter. Genau, okay. Sehr gut. Ja, aber lange Zeit war es ja auch so gewesen, dass zum Beispiel es gar nicht möglich war für deutschsprachige Künstler oder Künstler, die in Deutschland eine Adresse haben oder in Österreich, auf Kickstarter ein Projekt einzureichen oder auch in die Google. Welche Erfahrung habt ihr denn damals gemacht, als ihr dann auch in die Google gegangen seid? Wir? Also für uns war das kein Problem. Zumindest zum damaligen Zeitpunkt im Herbst war eigentlich das relativ offen.
Das war der Grund, warum wir uns dann für Indiegogo entschieden haben. Einerseits natürlich die PayPal-Geschichte, weil die irgendwie psychologisch, ich weiß nicht warum, irgendwie vertrauenswürdig in Europa ankommt als Amazon Payment. Also andere war natürlich, dass die Überweisung des gesammelten Geldes auf jedes internationale Konto mit einer IBAN und PIC funktioniert. Das war wirklich sehr, sehr unkompliziert, ich habe mir das auch schwieriger vorgestellt, aber das war echt ohne Probleme. Okay. Aber sozusagen, wer von euch hatte nochmal versucht auf Kickstarter oder wer ist jetzt schon auf Kickstarter mit dem Projekt? Also Amanda, ich weiß, ihr probiert das, ne? Aber Daniel, genau, wir sind dann noch in der Planung, also da könnte ich jetzt noch gar nichts wirklich dazu sagen. Daniel, hast du bei Kickstarter schon etwas eingereicht? Ich lieb heute mehr mit Indiegogo, ehrlich gesagt. Achso, auch mit Indiegogo? Mhm. Warum das auch? Also erzähl mal, was ist sozusagen deine, wie kommt das, dass du sozusagen eine stärkere Affinität zu Indiegogo hast? Ich, das ist vielleicht nur ein Spiel oder so, aber ich achte sehr, sehr auf Namen und ich finde den Namen Kickstarter irgendwie doof. Das klingt wie hingetreten irgendwie. Es ist irgendwie. Indiegogo ist, drückt viel mehr aus, was ich eigentlich, was meine Projekte darstellen sollen. Okay. Ich glaube, dass auch generell, dass Indiegogo einfach generell mehr Filmemacher auch anspricht, weil Indiegogo auch aus dieser Filmemacher, aus dieser Do-it-yourself und Indie-Film-Szene kommt. Also die waren ja ursprünglich so eine Plattform, die das promote, also wo es drum gegangen ist, über Social Networks und so weiter und Do-it-yourself-Promotion irgendwie Filme daraus zu kriegen, das Publikum zu kriegen und erst da, und da haben sie schon immer diese Crowdfunding-Features, glaube ich, gehabt und dann haben sie sich auf das spezialisiert. Insofern ist das natürlich, die gibt es einfach am längsten, also die hat es ja noch vor Kickstarter, ich glaube, ein paar Monate vorgegeben. Insofern hat sich das auch einfach schon, auch in Europa schon etabliert, abgesehen davon haben die ja dieses Alles-oder-nichts-Prinzip nicht. Und ich war nämlich auch schon mal mit einigen Projekten, mit einem eigenen und auch begleitet mit Projekten auf Kickstarter und ich fand es eigentlich auch recht, wie soll ich sagen, zielführend und auch die Kommunikation dahinter, also alles, was da technisch dahinter abläuft, ist eigentlich durchaus cool. Ja, also es ist funktionell und es funktioniert und es erreicht die Leute. Also wenn ich mir jetzt daran denke, ich kriege jetzt jede Woche eine E-Mail, in der drinnen steht, was meine Freunde auf Indiegogo alles gefundet haben oder was die interessiert. Allein das ist schon ganz cool, wenn man, also da verbreitet sich einfach immer wieder auch die Kunde über neue Projekte und so. Also jetzt ohne, dass man noch Twitter oder sowas benutzt. Jetzt aber nochmal zu der Auswahl Indiegogo versus Kickstarter. Kickstarter hat ja gerade im Laufe der letzten Woche die Schlagzeilen damit dominiert, dass sie halt fast 100 Millionen Dollar eingenommen haben. Sie haben auch, glaube ich, wesentlich mehr Backers insgesamt, auch im Filmbereich, so Filmmacher wie Lucas Bagnelli und so weiter, aber auch viele andere bekannte Crowdfund-Filme sind alle über Kickstarter gelaufen, über Indiegogo, glaube ich, nicht so stark sozusagen. Also wenn man ein Projekt ist, was hier in Deutschland ist und man plant das, muss man sich da nicht ganz stark danach orientieren, wo ist die Masse der Leute, die ich erreichen kann? Was meint ihr? Also meine persönliche Meinung ist, dass die Plattform völlig egal ist, weil die Leute nicht über die Plattform kommen, sondern du musst Leute sowieso selbst zur Plattform bringen. Und dann ist es meiner Meinung nach komplett egal, welches ist, solange die Infrastruktur ordentlich funktioniert. Andere Meinung dazu? Ich wollte noch erwähnen, dass bei Start Next übrigens, die haben jetzt übrigens auch die Möglichkeit, die Projekte in Englisch einzustellen. Ja, ich wollte dazu gleich kommen, und zwar deswegen noch zu diskutieren, ob es nicht sozusagen auch, ob eine deutschsprachige Plattform, die ein englisches Interface quasi anbietet, ob das nicht auch eine gute Alternative ist. Aber was mich noch interessieren würde, bei dem Projekt auf Indiegogo, wie hat sich das dann verteilt bei den Finanzierern? Igor? Von den Ländern oder Sprachen her? Ja. Ja, wir haben das ja relativ genau analysiert im Nachhinein. Es waren zwei Drittel aus dem deutschsprachigen Raum und ein Drittel international. Okay. Also im Grunde genommen. Obwohl die Kampagne komplett auf Englisch geführt worden ist. Interessant. Marcel, du hattest damals gesagt, dass du
das war sozusagen, das ist noch ohne Plattform gemacht, ne, deinen ersten Crowdfunding-Versuch. Wie sah es da aus mit der Anzahl der internationalen Leute versus deutschsprachig? Dadurch, dass meine Crowd eben nur aus Deutschland kam, ist die Internationalisierung da hat nicht stattgefunden. Also es geht ja auch darum, wenn man ein Projekt hat, ein deutscher Film dann ohne Untertitel, der in Deutschland spielt, in einer Szene, die nur Deutsche sozusagen kennen, dann finde ich jetzt eine Internationalisierung nicht gerade so das große Ziel. Weil was interessiert die, was wir hier in Köln machen, in diesem kleinen, in der Provinz sozusagen. Also von dem her muss man halt auch immer gucken bei Internationalisierung, wer ist die Zielgruppe oder kenne ich da jemanden überhaupt oder haben die überhaupt Interesse daran? Also ich denk mir, dass es schon noch am Thema liegt. Also sowas wie bei Gregor Homophobie oder das Thema, das ist einfach international auch da. Und dann zusätzlich, wenn ihr noch generell einfach nur auf Englisch die Kampagne fährt, dann ist der Schritt zu einer englischsprachigen Plattform natürlich sehr nahe. Andererseits wieder, wenn man an Claudias Projekt mit der Langzeitgruppe über Sylt denkt, also wozu auf Indiegogo? Ja, auch wenn ich die jetzt auf meinen eigenen Kanälen irgendwie dahin leiten könnte und die auch über PayPal, also die meisten sprechen dann hoffentlich ja Englisch oder so. Also es wird wahrscheinlich funktionieren, nur der Aufwand ist, ich glaube, einfach enorm. Und was ich so aus Erfahrung halt mitbekommen habe, ist, dass einfach viele Filmemacher oder junge Filmemacher auch sich einfach extrem unsicher sind, ob sie Deutsch oder Englisch oder auch Französisch, Spanisch, was auch immer, fanden sollen oder die Kampagne fahren sollen, bloggen sollen. Weil es ist ja nicht nur die Plattform, es ist ja dann auch das Ganze drumherum. Also es ist ja auch Bloggen, Twittern, Facebook und all das, Interviews geben, was auch immer, ja, Pressearbeit leisten. Also, und das ist halt, weil viele vor allem dann nach Cannes und auf die Berlinale und zu den Festivals und überall treffen sie Leute. Die sind in der Regel nicht aus Deutschland oder Österreich oder aus Deutschland vielleicht schon, aber nicht aus Österreich. Sondern irgendwo aus Amerika oder Kanada oder Frankreich oder Spanien und dann hast du halt da, ich weiß nicht, 500 Kontakte irgendwie und die willst du halt dann beim Crowdfunding alle anschreiben. Also denkst du, du musst internationalisieren, also du musst raus auf Englisch, ja. Und das ist dann wird schwierig. Also wir hatten jetzt also bei Claudia Rovarius mit Kila Bistu hatten wir genau das Problem. Also wir sind auf Deutsch, auf Start Next gewesen und auf Indiegogo. Und Start Next, das war ganz gut. Lief ganz gut und war ganz okay und auf Indiegogo kamen halt, ich weiß es nicht, ein paar hundert Euro rein und das waren halt 5 oder 6 oder 7 Sponsoren oder Unterstützer und es ist einfach eine Zeitsache dann auf Deutsch und auf Englisch zu bloggen und dann ist manches auch nicht relevant für die Amerikaner oder für die Internationalen, also dass du jetzt, keine Ahnung, im WDR-Radio irgendwie ein Interview gibst. Also ich glaube, das ist schon ein großes Drama manchmal, ja. Amanda, du wolltest dich melden, oder? Ja. Ich würde auch eher dafür plädieren, dass man das wirklich ein bisschen differenzieren muss. Also was für ein Thema stellt man ein? Also das Thema des Films, ist es eher regional oder lokal gebunden? Da muss man sich immer überlegen, was will man damit? Und wenn das eher was Internationales sein soll, wo du zum Beispiel Länder ansprechen müsstest. Also wir machen jetzt ein Thema, was alle Menschen angeht. Und deswegen wollen bei der Film, wir wollen ja einen Dokumentarfilm fürs Kino auch später machen. Also das soll in 2 bis 3 Jahren in die Kinos kommen und das wird eine ziemlich große Nummer werden. Und da ist es ganz klar, dass wir, weil wir drehen fast in jedem Land, wir fangen halt in Deutschland an, erstmal das Projekt hier bekannt zu machen. Es ist trotzdem spannend, dass sie sozusagen jeweils dann eine Plattform pro Land wählt und nicht sozusagen eine internationale Plattform. Und weil Incubato ist, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nur in Deutsch, oder? Also, oder wenn die ich das machen, also du kannst ach, jetzt, alles Regeln. Englisch, also es gibt auch eine englische Seite und du kannst, also der Konrad hat das jetzt so gemacht, dass man auf der deutschen Seite, wenn man den deutschen Text einstellt, dass wir auch darunter dann das Englische, weil wir uns auch gesagt haben, gut in Berlin, es kommt nochmal drauf an, wo du in Deutschland gerade auch bist, in Berlin haben wir natürlich auch ganz viele Leute, die Englisch sprechen. Das hat man vielleicht jetzt irgendwie, keine Ahnung, in Magdeburg vielleicht nicht so sehr, aber das kommt immer ein bisschen drauf an, in Köln, München, Hamburg, Berlin, glaube ich. Na, nichts gegen unsere Zuschauer in Magdeburg. Nein, natürlich nicht, aber ich glaube, da gibt es bestimmt auch Menschen, die Englisch sprechen, aber hier in Berlin... Das ist ja auch eine sehr internationale Stadt auch geworden und deswegen
bieten wir auch die beiden Sprachen an, aber wollen natürlich in andere Länder und da müssen wir das auch übersetzen. Mhm. Wir haben jetzt unseren Film teilweise in Deutsch und wir haben halt einen englischen Untertitel, weil wir Englisch und Deutsch sprechen in den Interviews auch. Aber die meiste Zeit wird es dann schon in Englisch sein. Weil wir gesagt haben, es geht auch darum, wenn wir Leute zu ihren ganz persönlichen Geschichten fragen aus dem Leben, dann dürfen die Leute auch in ihrer Muttersprache reden, weil das auch am authentischsten, glaube ich, ist, als wenn dann jemand Englisch spricht, und aber das ist nicht seine Muttersprache und dann ist man, glaube ich, nicht so offen. Ich meine, ist es da nicht sinnvoll, dann, ich weiß ja, ich meine, Infrastruktur ist schön und gut auf einer Plattform, aber ist es da nicht sinnvoll, auf der eigenen Website einfach alles zu zentrieren? Ja, also das macht. Also ich meine, auch das Funding auf der eigenen Website zu machen? Also was wir machen, ist, dass wir das verlinken miteinander. Also wir haben natürlich alle ausführlichen Infos und wir haben schon einen Film vorgedreht im Sommer, den wir jetzt auf Inkubator nicht stellen wollen, weil das ist viel länger. Wir haben jetzt gesagt, es reichen wohl 2 Minuten bis 2:30, länger würde ich es nicht machen. Und wir verweisen auf die Website und dann kann sich tatsächlich ein Crowdfunder, der uns da irgendwie unterstützen will, der kann sich dann wirklich auf der Website irgendwie alles anschauen, kann uns schreiben und so weiter und so fort. Und so haben wir das jetzt erstmal geplant. Aber durchaus ist es ein guter Punkt, den du gerade eingeworfen hast. Ja. Kann ich mal mitnehmen. Claudia, du hattest, in unserer letzten Session, da hast du sozusagen, als du dein Projekt beschrieben hast, gesagt, dass damals Crowdfunding in Deutschland noch zu früh war, vielleicht für das Projekt, das bei MySherpas lief, aber auch deswegen, weil noch überhaupt oder sehr wenig Medienaufmerksamkeit zu dem Thema war. Im Augenblick scheint es auch mal so sein, dass die Medienaufmerksamkeit sich fast nur auf die deutschsprachigen Projekte und die deutschsprachigen Plattformen konzentriert und kaum irgendwie internationale oder gar europaweite Trends oder tolle Projekte aus anderen europäischen Ländern sozusagen zeigt. Woran liegt das? War das jetzt eine Frage an mich? Ja. Okay. Ob wir in Deutschland noch nicht so weit sind, oder ich gehe davon aus, dass wir mal von dem gesamten deutschsprachigen Raum, also Österreich und Schweiz, reden sollten. Ja. Ich denke, dass wir erstmal ein Problem haben, dieses Prinzip komplett anzuerkennen als etwas, was es eigentlich schon immer gegeben hat, nämlich dass man eine Allgemeinfinanzierungsvariante sucht, um Projekte, die nicht ganz mainstreamig sind oder auch für die keine Staatsgelder da sind, zu finanzieren. Und dass wir ja immer schon stärker auf uns selbst bezogen sind, als auf das, was im Ausland passiert ist. Weil ich denke, das hat damit zu tun, wenn man hier von Kickstarter redet und sagt, dass das Ganze, also auch bei den Zahlen, seit 4 Jahren stetig wächst, interessiert es eigentlich keinen, kommt man mit einer Seite wie Hotel Desire oder auch jetzt dieses Stromberg-Nummer, dann finden das alle total klasse und als ob wir was Neues erfunden hätten. Aber jede Kirche wurde mittlerweile so finanziert. Also, da ist das so. Also, es ist so, ja, wir tun alle so, nur weil wir einen englischen Begriff dafür jetzt benutzen, als ob wir was ganz Neues erfunden haben. Und ich denke, die amerikanische oder die angelsächsische Tradition des Private Sponsorship ist einfach schon weiter ausgeprägt in Deutschland. Und ich denke, das ist in Schweiz und Österreich genauso. War man immer, gerade was soziokulturelle und kulturelle, also damit auch vor allen Dingen Filmjahrprojekte angeht, war man immer auf staatliche Gelder fixiert. Das heißt also, der Staat muss das bezahlen, dass das nicht mehr so geht, wissen wir alle. Und jetzt müssen sich alle umstellen und denken und darüber nachdenken, wie man das gemeinsam finanziert. Und dementsprechend ist die Selbstbezogenheit größer als das Interesse für das, was im Ausland passiert. Ja. Das ist meine Einschätzung. Ja, ist interessant. Also nur ein Seitenhieb nochmal auf die Kirchen, ist ja auch so, dass man da direkt die Prämien damals auswählen konnte im Mittelalter, mit wie viele Sünden man sich dafür erlauben durfte. Daniel, vielleicht mal als... Heute können wir ja auch Prämien auswählen. Also ich habe gerade einen Dankestempel bekommen, weil ich beim Museum in Motion bei Start Next irgendwie ein paar Euro gegeben habe. Und jetzt habe ich einen wunderbaren Dankestempel auf meinem Schreibtisch zu liegen. Sehr schön. Daniel, vielleicht, aber du hast sozusagen deine Projekte jetzt erst auf den deutschsprachigen Plattformen gemacht, da hast du ja schon überlegt, auf Internationalisierung. Wirst du dann bei Start Next bleiben, weil die sozusagen, also wenn ich das richtig gesehen habe, ja auch, wie du schon sagtest, irgendwie eine englischsprachige Plattform oder englischsprachige Seite mit anbieten? Und was heißt das dann für das Projekt konkret? Was musst du alles umgestalten, damit das auch für englischsprachige Besucher funktioniert? Ich glaube, das hängt sehr stark vom Projekt ab.
also von meiner Zielgruppe. Wenn das Projekt rein englischsprachig ist, dann sehe ich da keinen Sinn darin, das auf Startnext zu machen. Dann würde ich eine amerikanische Plattform bevorzugen. Aber wenn das zum Beispiel ein zweisprachiges Projekt ist, also Deutsch-Englisch, dann ist es ganz klar, dass es... Ich meine, da stellt sich die Frage für mich ja auch, wie was es bedeutet, dass jetzt Startnext Englisch ist oder auch Inkubator oder ich glaube Division Bakery sind auch Englisch. Also ist es der reine, ist es quasi nur das Umswitchen oder ist es das Umswitchen des Textes von Englisch auf Deutsch oder von Deutsch auf Englisch oder ist es die komplette Plattform, ist der Bezahlvorgang, ist alles Englisch, weil dann würde es ja Sinn machen. Also für mich, also so wie ich es jetzt verstanden habe, wird das so sein bei Startnext und den Schritt finde ich insofern gut, weil er einfach Sinn macht, weil eine reine Verlinkung auf irgendwie auf eine Sprache, das würde mir nicht weit genug gehen. Also wenn, dann müsste ich beides haben. Das heißt, ich habe Text Deutsch und dann klicke ich oben auf das auf die Flagge und dann habe ich alles im Englischen. Ja. Auch den Bezahlvorgang und dann von mir aus auch die Payment-Varianten dahinter internationalisiert. Also das, also nicht nur die Sprache, sondern auch die Abwicklung dahinter müsste dann auch das Messaging-System, also alles muss dann und das ist natürlich, also diesen Schritt, also ich habe nur kurz reingesehen und habe jetzt auch kein aktuelles Projekt, das ich anlegen möchte, aber ich habe es mitbekommen und ich fand es eigentlich ganz, ganz, ganz gut, den Schritt. Denn ich glaube, den werden alle Plattformen in Deutschland irgendwie machen müssen, weil einfach, ich glaube, ein Drittel oder die Hälfte der Projekte doch irgendwie auch Englisch zumindest kommunizieren wollen. Ja, ich wäre da, glaube ich, ein bisschen vorsichtig. Also zum Beispiel auf Inkubato habe ich gesehen, gibt es jetzt ein Bühnenprojekt zum ersten Mal. Das ist die dritte Generation. Es ist auch eine Freundin von mir, die das auch ins Leben gerufen hat. Da kenne ich mich ein bisschen aus. Und die machen jetzt Versuchen, quasi im Buch über diese Plattform ja Gelder einzusammeln. Und das, ja. Und das Ding ist halt so, ich meine, die dritte Generation, das ganze Thema, das ist auch ein Thema, was ja nicht nur unsere Generation, also die etwas über 30, sondern die sind wahrscheinlich auch die 40er und vielleicht ein bisschen älter. Und ich weiß ich nicht, also das in einer Sprache oder so nur zu machen, irgendwann später alles nur noch Englisch, da rate ich mal ein bisschen vorab, weil wir natürlich auch immer noch ältere Menschen haben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass einfach Leute, die 50 oder 55, 60 sind und da sagt dann irgendwie, das Enkelkind, was irgendwie Mitte 20 oder Anfang 20 ist, du, wir haben da ein tolles Projekt, würdest du das nicht mit bespenden oder so? Ich meine, es gibt solche ältere Menschen. Also ich meinte ja nicht auf eine wechseln, sondern einfach zumindest sondern eine zweite anbieten. Also ja, ja, also das aber in der Funktionalität gleichzusetzen. Ja, also ja, alles, was ich auf Deutsch kann, müsste ich auch auf Englisch können. Und jeder englische Nutzer müsste umschalten können. Oder automatisch das angezeigt werden. Wenn ich das gerade richtig sehe, dann haben My Sherpas und Kling sind zum Beispiel immer noch deutsch. Inkubator, Startnext, Vision Bakery haben, glaube ich, englischsprachige Angebote. Oder werden das seit dem Relaunch so vorgesehen. Und die spezialisierten Plattformen, also Gamesplant ist natürlich auch auf Englisch. Aber so, das ist sozusagen, scheint so, ist gerade in zwei Richtungen. Celeband ist natürlich englisch, genau. Mit Sonic Angel gibt es sozusagen bald eine deutschsprachige Version einer englischen Seite. Venterplace kann man doch auch umstellen. Also es ist Spenden, aber auch trotzdem auch eine bekannte. Also ist das nicht auch mit Mehrsprachigkeit verbunden? Was ich jetzt nicht. Ja. Was mich mal interessieren würde von euch, die sozusagen auch Filmprojekte machen, muss man zum Beispiel einen Trailer oder einen Teaserfilm für ein englischsprachiges Publikum, mal abgesehen von der Sprache, aber auch sozusagen, muss man das umgestalten, muss man eine Leute aus anderen Kulturräumen, der englischsprachige Raum ist ja nicht mehr so weit weg von dem deutschsprachigen Raum, aber müsste man da theoretisch zwei verschiedene Trailers für die Crowdfunding-Plattform drehen? Was denkt ihr? Ich würde es nicht machen, ich würde einfach Untertitel lassen. Also ich würde man muss es sich dann wahrscheinlich im Vorfeld überlegen, wenn man einfach Rohmaterial erstmal dreht, sammelt, muss man sich klar sein darüber, also in welcher Sprache will ich das machen, wo soll das Ganze hingehen, mit welchem Ziel. Und da muss man sich das halt überlegen, will man das tatsächlich nur für den deutschsprachigen Raum machen und das reicht einem und man will gar nicht international werden damit, dann würde ich es in Deutsch lassen und wenn nicht. Ich meine, die Frage ist halt, englischen Untertitel immer, also ich finde das wunderbar. Ja, wie sieht Marcel, Gregor, Daniel, Claudia, wie seht ihr das? Marcel, sag mal. Oder Gregor? Also wir haben, sorry.
Oder kriegen wir, fangen wir mal an. Okay. Also wir haben den Teaser auf Englisch gedreht mit deutschen Untertiteln. Okay. Und, also ich glaube, das gerade zwischen dem englischsprachigen Raum und dem deutschsprachigen Raum ist ein so extrem großer kultureller Unterschied ist, der sich in der Machart auswirkt, dass ich verstehe schon, was du meinst, weil es gibt ja für Filme immer irgendwie ein unterschiedliches Artwork für Poster-Design, das der englischsprachige Raum und der deutschsprachige Raum. Aber ich glaube, also es muss ja aus dem Projekt heraus motiviert sein. Und dann glaube ich, wäre es komisch, wenn es zwei verschiedene, also wirklich zwei verschiedene Konzepte wären sozusagen. Mhm. Daniel? Ich wollte sagen, dass das natürlich vom Konzept abhängt. Also wenn ich eine Doku mache über Hippies aus Timbuktu, dann ist es, dann sind die Hippies natürlich im Zentrum. Und also dann geht es nicht so sehr darum, meinen Trailer an meine Zielgruppe anzupassen. Deswegen ist es in dem Fall egal. Aber wenn ich einen Spielfilm mache zum Beispiel, der direkt für einen bestimmten Markt ist, für eine bestimmte Zielgruppe, dann ist es bestimmt ein größerer Unterschied. Wie ist das denn in der Praxis? Werden die großen Spielfilme, die sozusagen international vertrieben werden, haben die immer einen eigenen Trailer, mal abgesehen von der Sprache, ja, aber sozusagen von einem neuen Trailer für die verschiedenen Zielgruppen? Wisst ihr das sicherlich? Ja, zum Teil schon, ja, ja, klar. Also gute Freundin von mir, die arbeitet bei Universal Pictures, die zwar bei unserem Projekt dabei ist und die schneiden Trailer teilweise um für den deutschsprachigen Raum. Und teilweise sogar noch zwischen Deutschland und Österreich. Stimmt, ja. Mit Hintergrund meiner Frage nur vielleicht als Erklärung. Oh, Daniel. Die Filme kriegen ja auch teilweise ganz schrecklich andere Namen. Die Titel werden schon ganz anders übersetzt. Der Hintergrund meiner Frage war nämlich, dass ich schon das Gefühl hatte, dass bei den bei dem Iron Sky Projekt, dass da schon natürlich, weil auch der deutschsprachige Raum dann eine andere Rolle spielte, auch vom Inhalt her, dass da schon auch versucht worden ist, mit anderen Mitteln die verschiedenen Crowds in den Ländern zu umwerben. Es gab natürlich sozusagen gemeinsame Trailer für alle, die konnte man auch herunterladen, die waren nur auf Englisch, aber soweit ich das weiß, gab es auch, für Cannes gab es dann nochmal einen neuen Trailer und so weiter. Also da wurde immer wieder versucht, sich zu überlegen, wie kann man eine neue Zielgruppe anders ansprechen. Aber das ist wahrscheinlich auch sehr aufwendig, vermute ich mal. Also ich würde nicht sagen, dass es aufwendig ist. Ich glaube, das ist ein Vorteil, wenn man so an die Sache rangehen kann, weil man dadurch sich auf eine ganz andere Weise mit so einem eigenen Projekt beschäftigt. Also wenn man so linear denkt und das alles so runterbricht auf eine bestimmte Vorstellung von seinem eigenen Projekt, die man dann irgendwie so raushaut an alle, so universal. Ich glaube, das kann ein Vorteil sein, über verschiedene Sichtweisen, verschiedene Standpunkte nachzudenken. Mhm. Aber das hängt auch wirklich sehr vom Projekt ab. Also bei Iron Sky zum Beispiel ist es irgendwo klar, dass man ganz anders mit schon alleine was die Nationalität angeht und dass man verschieden mit den verschiedenen Leuten aus verschiedenen Ländern kommunizieren muss. Mhm. Also da liegt das wirklich auf der Hand, finde ich. Okay. Aufgrund der Geschichte. Ja, ja, klar. Nur kurz zwischendurch, ja. Indiegogo schreibt gerade auf Twitter, aber nicht an uns direkt, aber sie sind jetzt auf Google Plus, also theoretisch kann man sich mit denen jetzt auch über Hangout unterhalten und Support da kriegen. Egal, ja. Wir könnten ja Slava auch noch reinholen, wir haben ja noch einen Platz im Google. Theoretisch haben wir noch einen Platz, ja, und ich rufe auch nochmal die Online-Crowd da draußen auf, Fragen zu stellen. Es ist relativ ruhig, genau. Es sind zwar ein paar Leute im Livestream. Aber ich glaube, das meiste dürften wir offensichtlich eh berücksichtigen in unserer Diskussion. Ja. Aber vielleicht nochmal eine Frage, also Marcel hat ja noch eine Frage zu den Spendern. Vielleicht sagst du mal kurz, was sozusagen da dein Punkt war, den du nochmal diskutiert haben solltest. Es ist eigentlich keine Frage, sondern mir ist nur aufgefallen, dass die Fragestellung, also wie ich sie gelesen habe, also es geht ja nicht nur darum, bei Internationalisierung, dass man halt eine größere Community anspricht, sondern für mich geht es in der Fragestellung auch darum, die Internationalisierung von Crowdfunding, also von dem Prinzip Crowdfunding, was in Deutschland noch nicht so angekommen ist. Also es geht nicht nur darum, die Texte so umzuformulieren, dass sie auch Englisch geschrieben werden können, sondern dass auch die Deutschen sozusagen ein Gefühl dafür kriegen,
was es bedeutet, sozusagen so ein Projekt zu unterstützen, also eine Unterstützermentalität, die in den USA schon vorhanden ist. Also da gibt es ja keine Filmförderung, sondern die sind es gewohnt. Also da wurden die Unterstützer schon erzogen, sozusagen, da Geld reinzustecken, was in Deutschland noch nicht wirklich so ist. Also da könnte man noch ein bisschen, da müsste man die Deutschen noch ein bisschen erziehen in die Richtung. Und also von dem her kann man die Fragestellung auch verstehen, wie internationalisiert man in Deutschland und Österreich die Menschen, die wir erreichen wollen. Weil ich habe immer noch Probleme, die Leute, die mit Internet nicht viel zu tun haben, überhaupt ins Internet zu bekommen und dann noch zusätzlich ja, Geld zu spenden, ist der allerletzte Schritt, aber überhaupt mal den Namen anzugeben. Ja. E-Mail-Adresse. Ich meine, David, wenn ich mich richtig erinnere, eine Frage aus der Studie war ja gerade dieses Zugang zu Crowdfunding, auch sozusagen über verschiedene Länder hinweg, was, also sozusagen Bezahlsysteme etc. Wie siehst du da den Stand der Dinge in Europa? Das kann, ist es möglich sozusagen, dass ein Pole ein Crowdfunding-Projekt in Spanien finanziert? Ich glaube, diese rechtlichen Fragen hast du ja bearbeitet. Aber ganz generell wäre es natürlich schön, wenn die Bezahlmöglichkeiten vielleicht noch einfacher würden und ja, da nur noch als PayPal-Accounts anzulegen und nicht alles ist sympathisch. Ja. Vielleicht kannst du direkt auch noch etwas sagen. Na, also, soweit ich das gesehen habe, ist ja sozusagen auf der rechtlichen Ebene, ich meinte eher sozusagen auf der schon noch auf der kulturellen, auf der sprachlichen Ebene, wie kriegt man das denn hin? Das, also ich glaube, um das aufzunehmen, was Marcel gesagt hat, also dass man irgendwie, man muss ja die Leute auch ein bisschen erziehen, dass es sozusagen auch interessante, coole Crowdfunding-Projekte auf anderen Plattformen gibt, die nicht nur in Deutschland sind. Und aber ich sehe da relativ wenig Bewegung drin, weil man erfährt auch relativ wenig darüber, was in anderen europäischen Ländern passiert im Bereich Crowdfunding. Also ich denke mir, dass das funktioniert so wie... kann nur so funktionieren, wie sich auch irgendwelche anderen Plattformen etablieren, also Facebook und Twitter und so weiter, das heißt über die Menschen. Das heißt, also im Grunde müssen wir erstmal versuchen, die Leute an Social Media generell oder Internetnutzung generell ranzuführen, auf welchen Arten und Weisen auch immer. Also ob das in der Schule oder in Vorträgen und Webinaren ist oder im Freundeskreis bei Diskussionen oder keine Ahnung, wie auch immer, aber das ist natürlich Voraussetzung und da sind wir halt in Österreich und Deutschland und ich weiß nicht, in Europa vielleicht generell noch ein bisschen vorsichtig, was das angeht, also mit auch, da gibt es ja immer auch Datenschutz, Urheberrecht, all diese Dinge spielen da ja mit und dann noch das Bezahlen und dann ist es auch noch so kompliziert und ich muss mich 5-mal oder 100-mal irgendwo einloggen. Wenn diese Barriere mal abgebaut ist, dann wird das auch mit dem Crowdfunding wahrscheinlich einfacher werden, weil dann ist es einfach, und es hat ja auch gleich Daniel, weil ja. Ich bin gleich bereit, es hat ja auch Lukas McNally, also wir haben im Sommer dieses Crowdfunding-Seminar in Berlin gehabt im Eiszeitkino, wo wir eben auch Lukas McNally aus Amerika da hatten, der meinte, dass auch die Amerikaner das mal lernen mussten, nur sind sie halt jetzt 3 Jahre vor mir. Also, aber auch da war es halt, also ich kenne auch immer wieder Leute auch aus dem amerikanischen oder englischsprachigen Raum, die auch Vorbehalte gegenüber Social Media haben und online zahlen. Also so ist es ja nicht, dass das nur so in Österreich und in Deutschland ist. Nur die haben es halt ein bisschen früher gelernt. Ja, Daniel? Genau. Also man kann natürlich die Leute nicht dazu bringen oder davon überzeugen, Hammer zu benutzen. Man muss die Leute dazu bringen, ein Bild aufhängen zu wollen. Okay, aber jetzt sozusagen fürs Crowdfunding? Ja, okay, ja, das Crowdfunding bedeutet, dass man kann nicht zu den Leuten gehen und sagen, okay, ihr müsst jetzt lernen, das Internet zu benutzen und ihr müsst euch da einloggen und so, sondern man muss einfach coole Projekte starten und die Leute dann motivieren. Also das andere, das passiert dann einfach. Also das Augenmerk sollte darauf liegen, die Projekte ordentlich zu präsentieren, dass die Leute auch eine Motivation haben, diese Hemmschwelle zu überwinden, ja. Die sie da haben. Und wenn man dann kommt und sagt, okay, das ist jetzt die ganze neue Technik und ihr müsst jetzt alle mit der Zeit gehen, das ist so eine Vorgehensweise, das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied zwischen, das ist eigentlich typisch deutsch, zu sagen, wir machen jetzt alle Crowdfunding, wir melden uns das an und so, statt einfach sich zu konzentrieren auf das, was wir eigentlich machen. Wir machen Projekte und... Wolfgang, schnell eine Replik?
Ja, nein, ich wollte nur sagen, oder einfach Möglichkeiten schaffen, damit es auch die Leute, die einfach nicht so internetversiert sind, dass die das auch, dass sie das auch einfach nutzen können. Also ich glaube, auf MySherpas gibt es das, also dieses Konto von Konto zu Konto überweisen, und das wird dann zwischenzeitlich treuhänderisch verwaltet, und es wird, also da kann man auch als Offliner, sage ich jetzt mal, teilhaben und so. Also solche Möglichkeiten schaffen, natürlich muss man die auch kommunizieren, und da wird es halt dann wieder, also da sind halt dann die Plattformen wahrscheinlich gefragt und die Projekte. Aber es ist auch schon irgendwie interessant, dass, also wir haben ja viele Filmexperten da, dass sozusagen auch relativ wenige, eh schon sozusagen europäische Filme, coole, richtige, also coole europäische Filmprojekte gibt. Halt bis auf Iron Sky fallen mir gar nicht so viele auch Sachen ein, die in einem anderen kulturellen Kontext funktionieren. In Europa jetzt noch alleine. Und wenn es so eine coolen Projekte dann nicht gibt, also gut, Killer Visto war noch so eins, sozusagen, was ein bisschen, also es gibt schon ab und zu, aber der Großteil der Projekte, die doch auf den deutschsprachigen Crowdfunding-Plattformen reingestellt werden, die würden in Frankreich, in Spanien und so weiter nie funktionieren, oder? Warum nicht? Also meine Wahrnehmung ist, das ist halt sozusagen schon die Themen, die genutzt haben, haben irgendwie einen. Ich setze eine Ausnahme, die Dokumentarfilme. Da würde ich sagen, die sind immer gut, weil die haben immer ein internationales Thema. Da geht es dann wirklich um Konflikte oder internationale Themen, und die könnte man natürlich auch in anderen Ländern so ausstrahlen und finanzieren lassen. Aber gerade so bei den Spielfilmen habe ich oft den Eindruck, die sind wirklich für ein deutschsprachiges Publikum geschrieben, mit einem bestimmten Hintergrund und so weiter. Also es gibt da ab und zu Ausnahmen. Auf Inkubator habe ich wieder ein Projekt gesehen, da hatte ein vietnamesischer Deutscher einen Film gedreht über seine Eltern, die von Vietnam nach Berlin gekommen waren und so weiter. Sowas funktioniert natürlich über mehreren Kulturen ab. Das ist schon die Ausnahme. Ich meine, ich denke, das hängt auch davon ab, wann man sich entscheidet, Crowd zu fanden. Also wenn man das ganz so begeistert, so wie bei Daniel, vielleicht zumindest bei dem aktuellen Projekt, dass Crowdfunding da eine große Rolle spielt. Ja. Bei vielen ist es dann einfach am Schluss, das heißt, sie schreiben für ein deutschsprachiges Publikum, sie produzieren das für vielleicht auch noch für eine deutschsprachige Förderung, wenn das noch irgendwie, oder eine deutsche Förderung, wenn die noch involviert ist, das heißt, in weiterer Folge fürs deutsche Kino und fürs deutsche TV, und dann hat man halt, dann ist man halt schon auch eingeengt. Wenn ich das vorher weiß alles, dann kann ich mich auch natürlich im Projekt schon internationalisieren oder wie auch immer, ja, oder zumindest das bedenken. Ich habe mal eine andere Frage. Wenn ich jetzt deutsche Projekte und ausländische Projekte miteinander vergleiche, frage ich mich, was bei den Deutschen besser ankommt, was da eigentlich das Erfolgreichere ist. Worauf ich hinaus will, ist die Frage, ob das überhaupt sinnvoll ist, die Filme für den deutschen Markt zu optimieren. Oder ob das eigentlich gar nicht so richtig erfolgreich ist. Ja. Ich sehe da eigentlich gar nicht so richtig den Sinn drin. Also bisher haben wir das natürlich machen müssen, wegen der Sender und der Verleiher und so. Wir brauchen jetzt die Schutzförderkohle. Aber mal ganz im Ernst, wenn wir die Möglichkeit haben, das zu umgehen und die Projekte so zu machen, also direkt auf unsere Zielgruppe anzupassen, dann müssen wir genau das ja eben gar nicht mehr machen. Das ist ja eigentlich gar nicht so richtig sinnvoll. Was denkt ihr? Ich weiß jetzt nicht, ob Daniel meint, dass wir Filme auf Englisch drehen sollen. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Oder hast du das gemeint? Nee, ich habe gemeint, dass wir im Gegensatz, also das ist hier besonders, also das ist natürlich in anderen Ländern auch so, aber in Deutschland ist es besonders so, dass wir unsere Filme an die Anforderungen der Sender und Förderer anpassen. Unsere Aktivität beschneiden und deswegen eigentlich nicht wirklich das produzieren, was wir eigentlich produzieren wollen. Ist es schwieriger, Filmförderung zu bekommen, wenn man einen internationalen Film drehen will? Also einen Film, der in anderen Sprachen gedreht wird, der vielleicht gar nicht in Deutschland oder in Österreich oder in der Schweiz gedreht wird, sondern ganz woanders mit Schauspielern, die nicht von hier kommen oder sowas. Ist das schwieriger? Also, es müsste eigentlich einfacher sein, weil es eine Co-Produktionsförderungen gibt. Also theoretisch
müsste es manchmal einfacher sein, wenn du auf verschiedene Länder ausweichst. Der Nachteil ist halt, du musst halt dann zwangshalber in irgendeiner Stadt drehen oder irgendeinen Schauspieler von dort nehmen und so weiter. Also du kannst dir das dann nicht aussuchen, wer deine Crew ist oder dein Cast. Also das passiert ja oft und das ist ja gang und gäbe. Also deswegen gibt es natürlich auch in Österreich oder auch in Deutschland sehr viele gerade im Dokumentarfilmbereich auch, aber im Fiction natürlich genauso, sehr viele Filme, die halt irgendwie vier Co-Produzenten haben, einen aus Italien, einen aus Österreich, einen aus Frankreich und einen aus Spanien, weil es halt dann irgendwie aus jedem Land irgendwie Kohle gibt. Ne? Mhm. Aber das ist halt die Arbeit eines Produzenten im klassischen Sinn, ja? Also das aufzutreiben und so weiter. Ja? Nur eben wie Daniel sagt, also da gehört halt auch, also heutzutage ist es wahrscheinlich die Möglichkeit, es sind andere Möglichkeiten gegeben. Mhm. Ja, Amanda? Ich würde... Achso. Ja, Amanda? Okay, gut. Dann habe ich jetzt noch mal eine Frage, die wir auch vor einigen Monaten, wenn du dich erinnern kannst, Carsten, besprochen haben. Dann muss man sich überlegen, Crowdfunding, macht es eigentlich Sinn, überhaupt über so eine Plattform große Kinofilme, also Spielfilmlängen überhaupt versuchen, da irgendwie Gelder da einzusammeln? Oder ist Crowdfunding nicht viel mehr eine Form, ein Projekt zu bespenden, was eher klein und fein ist, also weiß ich was, ein kleiner Dokumentarfilm oder whatever. Also dass man sich das nochmal vergegenwärtigt, die Frage in Bezug auf Filmförderung oder nicht. Ich vermute mal, Daniel, dass du da sozusagen mit deinem Projekt, das ja etwas Größeres ist, da wahrscheinlich dagegen halten würdest, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber das kommt, wie gesagt, auch wirklich darauf an, natürlich aufs Projekt. Ich plane zurzeit ein Kinofilmprojekt, was gleichzeitig auch ein soziales Projekt ist. Das ist sehr, sehr komplex und eine ziemlich große Nummer. Und ich denke aber, dass es dadurch, dass die Zielgruppe so riesig ist und das auch gleichzeitig ein soziales Projekt ist, ist das natürlich ein Sonderfall. Das geht nicht, kannst du nicht mit jedem. Also ich würde nicht pauschal sagen, wir drehen jetzt alle, finanzieren alle Kinofilme jetzt über Crowdfunding. Aber ich denke, dass das über kurz oder lang genau dahin führen wird. Das ganze Konzept über, wie es bisher läuft, über Förderung und Senderbeteiligung, das ist ausgedient, finde ich. Mhm. Weil es einfach nicht funktioniert. Also es ist nicht zeitgemäß, nicht mehr zeitgemäß. Die Menschen sind heute, es entwickelt sich immer mehr dahin, dass die Leute mitbestimmen und frei entscheiden können und wollen. Und das ist vielleicht komplett von dem ab, wie die Sender das betreiben, mit dem vorgefertigten Richtlinien und komplett an der Zielgruppe vorbei zu produzieren. Ja. Vielleicht sozusagen als in die Abschlussrunde zu gehen, damit dann auch Wolfgang noch ein paar Sachen kann sagen zu weiteren Möglichkeiten auf UniTV. Glaubt ihr, die Crowdfunding-Szene sowohl als die Plattform, als auch die nicht plattformbasierten Projekte, werden die sich stärker in die Nische zurückziehen, dass sie sozusagen sich immer stärker spezialisieren auf einzelne Teilbereiche, irgendwie auf einzelne Kunstformen, auf bestimmte, vielleicht gibt es ja irgendwann eine Crowdfunding-Plattform nur für Sächsisch oder nur für Oberbayerisch oder sowas, ja? Oder für wie heißt nochmal David in Salzburg, der Dialekt? Ja, also auf jeden Fall, die Frage ist, also du kannst ja gleich sagen dann. Oder wird es eher so sein, dass Plattformen wie Startnext oder Vision Bakery anfangen werden, sich ein internationales Publikum zu suchen und dann mit den Kickstarters und Indiegogos dieser Welt dann Konkurrenz zu machen? Was glaubt ihr, wohin geht da der Trend? David, willst du vielleicht anfangen? Ich glaube, es kommt immer aufs Projekt drauf an, wo ich meine Crowd finde und auf welcher Plattform, auch thematisch das Projekt natürlich. Ja, aber ich glaube, wie werden sich die Plattformen entwickeln? Werden die sich eher spezialisieren, eher kleinteilig werden oder werden die sich eher internationalisieren, größer werden? Kommt auf die Strategie der Plattform an. Kann ja sein, dass wie andere Online-Plattformen auch, dass das regional bleiben soll und dort immer eine starke Marke sein soll. Ja. Oder irgendwie international. Gregor? Dann hörte ich gerade nicht. Sorry. Ich kann mir vorstellen, dass es natürlich sowohl große Plattformen, so allgemeine Plattformen wie Kickstarter oder Indiegogo geben wird und natürlich eine klare Nischenplattform für bestimmte Medien oder bestimmte Kunstformen oder was auch immer. Weil dann glaube ich,
nur dann, wann es wirklich auf ein gewisses Thema sich beschränkt, kann die Crowd über die Plattform kommen. Weil allgemein, glaube ich, muss die Crowd immer über den kommen, der das Projekt startet. Mhm. Marcel? Ja, also ich stimme mit dem zu. Ich würde mir wünschen, dass die ganzen Plattformen in der Szene, in der sie im Nutzen bleiben, aber ich habe die Befürchtung, dass sie nur erfolgreich sein werden, wenn sie sich internationalisieren. Also das sieht man ja bei anderen Plattformen. Die einen sterben und einer davon überlebt dann ganz am Ende. Und ich schätze mal, dass es so mit den Crowdfunding-Plattformen auch passieren wird, über kurz oder lang, auch wenn ich mir das nicht wünsche. Mhm. Claudia, wie siehst du das? Also ich denke, um eine Spezialisierung und Internationalisierung kommt keiner drumherum. Also sowohl als auch. Um auch eine Orientierung zu schaffen, auch für die Crowd, weil wir reden zwar immer die ganze Zeit über Geld, natürlich geht es bei Crowdfunding um Geld, aber gleichzeitig ist es so, wenn man Crowdfunding startet, das ist auch immer Crowdsourcing. Das heißt, also ich wecke zusätzlich Aufmerksamkeit und suche mir zusätzlich Leute, die dann hinterher auch dem Projekt weiter treu sind und Interesse dran haben. Mhm. Daniel? Ich würde sagen, das ist, also Sprache ist ja Sprache, ich würde nicht sagen, dass Sprache eine Nische ist oder so. Also Spezialisierung heißt ja nicht, dass wir uns auf eine Sprache spezialisieren. Ich denke, dass die Plattformen sich internationalisieren müssen und werden, auch wenn sie sich spezialisieren. Mhm. Was ja durchaus sinnvoll ist, aber nicht auf eine bestimmte Sprache. Also wenn ich zum Beispiel, ich interessiere mich für Filme aus Timbuktu, dann möchte ich das auch trotzdem auf Englisch dann lesen, weil ich nicht Timbuktisch spreche. So meine ich das. Amanda, was denkst du, wie wird das weitergehen aus deiner Sicht? Na, ich bin ja jetzt hier nicht so der Experte, aber ich glaube halt einfach, dass so eine, alles was größer wird, glaube ich, erzeugt auch bei Menschen auch so eine Art Unübersichtlichkeit und das erzeugt wiederum Angst. Und wir haben ja in Deutschland oder in Europa eh das Problem, dass es nicht so bekannt ist. Und ich würde mir eher wünschen, dass natürlich sich kleine spezielle Plattformen halten können. Also das liegt dann aber auch an deren Öffentlichkeitsarbeit und wo sie Gelder herbekommen. Also auch deren Grundfinanzierung muss ja gesichert werden und es ist deren Aufgabe, die Crowd auch langfristig auch zu binden. Und ich würde mir eigentlich eher global wünschen, über die ganze Erde, dass man vielleicht so eine Art Dachplattform hat, die quasi alle Crowdfunding-Plattformen miteinander vernetzt und die zusammenhält in einem. Mhm. So eine Art Herz und dass es dort sehr viel um Austausch geht, Ratschläge und dass man zum Beispiel, wenn ein Projekt ein größeres Projekt in einem Land vielleicht nicht so gut läuft, dass man sich auch so gegenseitig supportet, weil es ja, also ich finde, man muss so eine gemeinsame Schnittmenge irgendwie dann finden. Mhm. Das könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht so eine, ich will jetzt nicht von einer Dachorganisation, das riecht auch schon wieder so voll nach deutschen Verwaltung, das meine ich nicht, sondern einfach, dass es eine Plattform gibt, die das alles miteinander bündelt und das vernetzt und das betreut auch. Das, mhm. Das könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht das irgendwann mal gibt. Mhm. Marcel, du siehst aus, ob du noch was sagen wolltest. Aber das waren nur die Finger. Okay. Wolfgang, sozusagen dir als einer der Gastgeber bleibt einerseits auch das letzte Wort, um auch zu sagen, was deine Einschätzung ist, in welche Richtung sich die Plattform entwickeln werden. Und dann vielleicht sagst du auch noch ein paar Worte zu, wie sich Leute weiter mit TV einbringen können. Also ich denke, es ist schon sehr viel auch gesagt worden jetzt, wie sich das weiterentwickeln wird. Also ich glaube, es wird sich in beide Richtungen, also es werden sich manche spezialisieren und manche einfach auch etablieren auf dem internationalen Markt. Ich glaube, umgekehrt gibt es ja auch Ideen, soweit ich das irgendwie mitbekommen habe, dass auch amerikanische Plattformen auf den europäischen Markt drängen, also eben Indiegogo und so weiter. Also das wird sich ja auch, das wird dann auch nochmal dazu kommen, in den nächsten Monaten und Jahren wahrscheinlich. Ich glaube generell sind ja auch die Plattformen und alle Beobachter und so auch immer auch ganz gut vernetzt untereinander. Also auch weil du jetzt gerade gesagt hast, Amanda, wegen Vernetzung oder was auch immer mit der Plattform. Also es gibt ja da auch gerade die Ideen von diesem Crowdfunding-Verband, den der Carsten unter anderem auch mit initiiert, wenn ich das schon laut sagen darf, ja sicher, und so weiter. Also es vernetzen sich ja auch die Plattformen und die Beobachter untereinander und das kann ja mal grundsätzlich nur gut sein, nämlich auch, um eben, wie Marcel gesagt hat, dieses Thema auch nochmal irgendwie gemeinsam stärker irgendwie zu beleben und irgendwie da nach vorne zu bringen.
Und ja, in dem, also ich glaube, da ist noch sehr viel auch drinnen, also auch was das ganze Internationalisierungs- oder auch Regionalisierungsding angeht. Und möchte abschließend sagen, wenn da jemand Ideen dazu hat zu neuen Themen, kann man das natürlich auch wieder hier in einem UMMTV Hangout machen. Gerne immer wieder. Heute wäre eigentlich noch ein zweiter Hangout gewesen mit zum Thema Social Media oder Social Media Film Marketing. Der ist aber leider ausgefallen aufgrund von Krankheit, wird aber bald nachgeholt. Die nächsten finden dann auch demnächst statt. Zum Thema Video on Demand gibt es was. Ich habe einen eingestellt, Twitter für Filmemacher oder Twitter-Anfänger und so weiter. Also es wird sich was tun. Jeder von euch ist natürlich auch aufgerufen, da auch was zu starten. Gerne helfen wir dabei, wenn es irgendwie Fragen gibt. Und insofern danke ich euch jetzt mal für diese nette und extrem spannende Runde und freue mich auf ein Wiedersehen, ja, wie und wann auch immer. Vielleicht, das kann ich jetzt gleich sagen, beim Digital Film Camp im Februar in Berlin, während der Berlinale 14., 15., 2. Und danke an mein im echten Leben da. Ja, und danke. Auch von meiner Seite aus danke an alle, die heute dabei waren und danke an alle, die da draußen zugeguckt haben. Super. Danke auch an Bertram für die technische Moderation bzw. das Ermöglichen des Livestreams und ich hoffe auch der Aufzeichnung. Ja, danke. Okay. Bis bald. Okay, tschüss. Bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 So.